3. Oktober 1980. Der Ausgangspunkt zur längsten Automobilrallye des Kontinents war nun schon zum vierten Mal die Landeshauptstadt Mainz. 45 Teams hatten sich auf diese Marathonveranstaltung vorbereitet, darunter eigentlich nur zwei Fahrer, die national zur Spitze zählen. Klaus Fritzinger aus Kaiserslautern und Rainer Altenheimer aus Wiesbaden. Auch in diesem Jahr fehlten wieder die ganz großen Stars der Rallye-Szene. Dennoch war das Interesse bei der Bevölkerung sehr groß. Sogar die Innenstadt wurde für den übrigen Fahrzeugverkehr gesperrt. In der Bundesrepublik eine seltene Ausnahme bei Rallye-Veranstaltungen. Der Favorit? Klaus Fritzinger mit Beifahrer Henning Wünsch. Bereits zweimal gewannen sie diese Tour und sie machten sich große Hoffnungen auf den dritten Sieg in Folge. Erstes Etappenziel nach 1500 Kilometern, die ungarische Hauptstadt Budapest. Für die Fahrtleitung ein Aufenthalt von 12 Stunden, mehr nicht. In dieser Zeit muss sie die Aufzeichnungen, Notizen und Skizzen der 8 Sonderprüfungen in der GSSR überarbeiten und vervollständigen. Hier endet auch der erste Streckenabschnitt für den Rallye-Tross. Gegen harte Westwährung war es kein großes Problem, alle Teilnehmer für eine Nacht im Hotel Duna Interconti unterzubringen. Ja, ich muss dazu sagen, das hat sich also sehr stark geändert. Wir waren gerade beim Training gewesen, haben uns die ganze Strecke angeschaut und mussten feststellen, dass also dieser sportliche Wert der Rallye sich 100% verbessert hat. Wir haben sehr schwierige Passagen in Rumänien, die man also von der Qualifikation her einer Akropolis in Griechenland gleichsetzen kann. Und bei so einer großen Rallye muss man dann schon taktisch sich einstellen, weil es keine Sprintrallye ist. Wir haben über 600 Kilometer Sprintprüfungen, teilweise 60 Kilometer Schotterprüfungen, die also sehr hart sind und auf die Technik geht. Und wie gesagt, eine kluge taktische Einstellung und trotzdem schnell zu sein, das wäre das Ideale. Im Blickpunkt Klaus Fritzinger, der mit Beifahrer Henning Wünsch die Konkurrenten klar beherrschte. Von Sonderprüfung zu Sonderprüfung baute er ständig seine Führung aus. Der Profi distanzierte geradezu die Amateure. Der erste Streckenabschnitt bestand ausnahmslos aus sogenannten Porsche-Prüfungen, das heißt aus reinen Asphaltstrecken. Dennoch konnte kein Team den Zeitabstand zu Klaus Fritzinger verringern. So kämpften auch Harald Wagner und Herbert Böse mit den weiteren Teilnehmern zunächst nur um die Plätze. Sport eigentlich Spaß oder interessiert Sie das nicht so sehr? Ja, also es interessiert mich schon, aber also viel mehr interessiert mich das Land, wo es jedes Mal hingeht. Die kleinen Ortschaften, wo man sonst eigentlich nicht hinkommt. Haben Sie denn genügend Zeit während dieser Rallye, sich das mal alles anzusehen? Ja, also wir nehmen uns schon Zeit. Wir fahren also nicht nur wegen der Kontrolle hierher oder mit. Wir fahren also auch, weil wir meistens unseren Urlaub auch dranhängen, ne? Was finden Sie so interessant, Zeitnehmer zu sein? Einmal mit dem beim Sport dabei zu sein und dann auch in Gegenden zu kommen, die man als normaler Tourist überhaupt nicht befährt. Haben Sie denn genügend Möglichkeiten und Zeit, Touristisches zu sehen? Wir legen unseren Urlaub ja so und haben deshalb also 8 Tage vorher, 8 Tage hinterher, um uns einige interessante Punkte rauszusuchen und die anzufahren. Unterstützt Sie der Veranstalter oder bezahlen Sie alles aus eigener Tasche? Wir bezahlen fast alles aus eigener Tasche. Es ist also ein gewisser Benzinkostenanteil dabei. Es ist nicht allzu hoch, aber es ist mehr Hobby. Ohne den Idealismus der vielen freiwilligen Helfer würde es die Tour d'Europe trotz des Engagements des privaten Motorsportclubs Hannover nicht mehr geben. So wie hier in Pätsch standen Ingrid Siegert und Thomas Mager am Ziel der Sonderprüfungen Gottwaldorf und später dann in Rumänien bei Deva und Brasov. Insgesamt waren 39 Kontrollwagen unterwegs, 8 Fahrzeuge mehr als zurzeit Teilnehmer in Wertung. Der schwerste Streckenabschnitt lag in den Karpaten.
Ideale Sonderprüfungen warteten auf die noch in Wertung befindlichen Teilnehmer. Spezialetappen in 1500 Meter Höhe, durch Schluchten und über Pässe, lange Abfahrten, kurvenreiche Anstiege. Charakteristisch dieses Bild der Streckenführung. Oft über 50 Kilometer lange Prüfungen. Hervorragende Bedingungen für Rallye-Spezialisten. Hier entschied sich auch der Ausgang der 24. Tour de Rob. Für das Favoritenteam Klaus Fritzinger, Henning Wünsch kam das Aus nach der 31. Prüfung. Die Ölpumpe versagte. Unverständlich, dass bei diesem finanziellen und personellen Aufwand das Werk kein zweites identisches Auto mitfahren ließ. Klare organisatorische Mängel ließen die Hoffnungen auf den dritten Gesamtsieg in Folge platzen. Wesentlich mehr Glück dagegen hatten Winter Jensen in Ost-Berlin mit den DDR-Behörden. Der Grenze war geschlossen. Dann haben wir die Polizei gefragt, können die uns helfen? Wir müssen sehr, sehr schnell nach West-Berlin fahren. Der Polizei sagt ja, versuchen und dann telefoniert. Und dann kommt schnell zurück und sagt, das geht. Und wir waren nur 5 Minuten, dann waren wir in West-Berlin. So blieb ihnen das Glück bis ins Ziel hinein treu. Mit nur 4 gewonnenen Sonderprüfungen und ohne Strafpunkte an den Zeitkontrollen errangen sie als drittes Ausländerteam den Gesamtsieg bei der 24. Tour de Rob. Ein Beweis dafür, dass eine Langstreckenrallye nicht unbedingt durch Schnelligkeit auf Spezialetappen gewonnen wird, sondern durch eine gleichmäßig gute Fahrweise auf der gesamten Route.